Genau. Ärgerlich. Ja, glaubt man es denn? Stunkaffe wusste die ganze Zeit, was wir machen würden. Der wollte uns einfach ganz frech im Strafraum zu Fall bringen, sozusagen. Ich bin nicht gerne im Strafraum, Sam. Solltest du auch nicht, Max. Es ist eine schreckliche Ebene der Nicht-Existenz. Ewig gefangen zwischen Realität und Unrealität. Genau das. Und dieses lauter werdende Piepen geht mir wirklich auf die Nerven. Umdrehen, Max. Stunkaffe hat eine Antimateriebombe auf deinen Rücken geschnallt, als du bewusstlos warst. Versuch sie loszuwerden. Was für ein Trottel. Wir müssen hier weg, Max. Pronto. Tja, Wenn ich eins über hochtechnologische, futuristische Geräte weiß, dann, dass das hier eine Antimateriebombe ist, die den gesamten Strafraum vernichten wird. Und sie geht jeden Moment hoch. Wirklich, Sam? Jeden Moment? Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. Trotzdem besser, nicht rumzutrödeln. Okay. Teleportation. Benutze einfach den alten Trick wieder. Erwischt. Willkommen zurück, die Herren. Was ist passiert? Ich habe einen Peak in der Antimateriestrahlung gemessen, habe das Signal vom Peilsender angepeilt und die Polarität des Dimensionsstabilisierers umgekehrt, um... Schon gut. Sag uns einfach, wie wir Stunkaffe für Verbrechen gegen die Freelance Police kriegen können. Und gegen die Menschheit. Wir sollten ihn in Bonbonpapier wickeln und an hungrige Waschbären verfüttern. Ihr konntet ihn nicht in den Strafraum schicken? Ich würde es nicht direkt Versagen nennen. Untererfüllung vielleicht. Und wir haben den Strafraum mit einer Antimateriebombe hochgejagt. Oh je. Wie kann ich behilflich sein, Sam und Max? Dr. Mama Bosco hat die höchste Sicherheitsstufe, die ein toter Bürger überhaupt erreichen kann, Mr. Präsident. Wie sollen wir Stunkaffe jetzt aufhalten? Nachdem der Strafraum zerstört wurde, können wir ihn nicht wieder ins Gefängnis schicken. Es sei denn... Man könnte einen zweiten Strafraum entstehen lassen. Ich rieche einen komplizierten Plan reifen. Mit einer Extraportion technologischen Unfug und extra Schokostreuseln. Bevor ich den Destabilisierer gebaut habe, arbeitete ich an einem dimensionalen Spaltgenerator. Der öffnet kein Portal, sondern erschafft gleich eine komplett neue Dimension. Das einzige Problem ist es, irgendwo einen Knotenpunkt von Leylinien zu finden, wo die Grenze zwischen Realität und Unsinn verschwimmt. Zufällig gibt es einen solchen Punkt in der Stadt, Ma'am. Die Adresse ist 1313 Straight Street. Die Adresse kenne ich irgendwie. Das ist unsere Bude. Können wir nicht einfach mit diesem Destabilisierungsdings ein neues Portal öffnen? Jetzt nicht mehr, nachdem der Strafraum zerstört wurde. Sie müssen Mama Boscos Spaltgenerator benutzen, um einen neuen Strafraum zu erschaffen. Okay. Wie funktioniert dieser Spaltgenerator? Du steckst ihn einfach ein und trittst auf das Pedal. Danach läuft es wie beim Destabilisierer. Wenn Stunkaffe den Peilsender an sich hat, wird er in die neue Dimension gesaugt. Der Trick ist, genug Saft dafür aufzutreiben. Hast du noch mehr von diesen Energiekernen rumfahren? Nein, ich habe nicht mal den einen zurückgekriegt. Aber selbst wenn, da bräuchte man 100 von den Dingern, um einen Spaltgenerator zu betreiben. Er steht da drüben bei den ganzen anderen Erfindungen, die ein radioaktives Risiko darstellen. Wir sollen Stunkaffe in unserer eigenen Hütte einfangen? So, in etwa. Ihr würdet eure Hütte in eine alternative Dimension verwandeln. Streng genommen existiert sie dann nicht mehr. Leider ist das die einzige Lösung, meine Herren. Immerhin schlägt positiv ins Gewicht, dass wir dann einen Haufen Miete sparen. Wir zahlen keine Miete, Max. Gut.
das war's. Man sieht sich auf der anderen Seite, Dr. Mama Bosco. Das ist Mama Bosco. Ja, ja, ich wollte eigentlich mit... Wir passen gut auf deinen Spaltgenerator auf, Mama Bosco. Ihr müsst nur sicherstellen, dass ihr ihn erst einschaltet, wenn ihr den Peilsender an General Stunkcafé befestigt habt. Teleportation. Zum DeSoto. Whee! Tut uns leid, aber wir fahren nirgends hin, solange dieser Gorilla noch... Ihr solltet einfach hin teleportieren, wenn ihr so sch... Okay. Teleportation. Deshalb ist wahrscheinlich Simmons Telefon. Was machen wir jetzt, Sam? Ich weiß nicht. Es gibt im ganzen Haus keinen Strom. Es gibt im ganzen Haus... Whee! Da sind sie! Ich weiß nicht, wie ihr aus dem Strafraum entkommen seid, Sam und Max. Aber ihr werdet niemals meinen Desintegrator-Augen entkommen. Er kann nicht denken, hat keine... Stimmt. Okay, das war der Wackelkandidat. Das behalte ich lieber. Es könnte ein wichtig... Ich muss den Peilsender an Stunkaffe befestigen, bevor wir versehentlich wieder eingesperrt werden. Da kann ich keinen Spaltgenerator anschließen. Hey, hat einer von euch Typen Charlie gesehen? Er sollte eigentlich inzwischen zurück sein. Tja, wie kriege ich jetzt den Strom? Die Maulmänner haben immer noch nicht die ganzen alten Minesweeper-Module weggeräumt. Das ist der Stromanschluss, der gekappt wurde. Zurück. So. Teleportation. Gehen wir bei Opas Stinky Steiner rein. Ah, Moment. Könnte ich jetzt vielleicht... Ich muss den Peilsender an Stunkaffe befestigen, bevor wir versehentlich wieder eingesperrt werden. Hast du das gesehen, meine Prinzessin? Ich habe sowohl Sam und Max besiegt, als auch den Strafraum vernichtet. Strafraum, Rafstaum. Sam und Max, ihr lebt noch. Seid ihr mit einem, wie sage ich, taktvoll, besser konzipierten Plan zurückgekehrt, Stunkcafé aufzuhalten. Unser Plan hätte funktioniert, wenn er nicht die Zukunft geändert hätte. Ja klar. Wie sag ich's taktvoll? Leck mich.
Ihr müsst an eure persönlichen Gegenstände ran. Ich versuche mal, ob ich... Au, das tat weh. Schmeckt hier sonst noch jemand Blätterkrok ab? Danke, Hirn. Jetzt müssen wir nur noch diesen Peilsender an Stunkaffe befestigen, ohne dass er es merkt. Ich kann mich nicht an den Namen meiner Grundschule erinnern. Geht's dir gut, Hirn? Du siehst etwas grün aus. Grüner als sonst. Die höheren Funktionen des Schiffes zu steuern, erweist sich als äußerst anstrengend. Außerdem wird dieser Eintopf langsam fade. Wie sollen wir Stunkaffe jetzt nur aufhalten? Ich weiß nicht. Irgendwas mit einem Peilsender, oder? Reiß dich zusammen, Hirn. Okay, dann. Tschüss, Oma. Sterbt, Erdlinge! Sterbt! Du wirst noch bereuen, dass du uns verraten hast, Prinzessin Stinky. Wir schicken dich in den Strafraum, allein schon, weil du so schlechtes Essen servierst. Ihr habt gegen General Stunkaffe keine Chance. Wenn er fertig ist, wird sich die Welt nie wieder mit eurem Blödsinn auseinandersetzen müssen. Coole Nummer, Stinky. Ich glaube, Stunkaffe hat dir das abgenommen. Oh, klar. Nummer. Was? Musst du nicht irgendwelche Planeten hochjagen oder sowas? Danke, Stinky. Hey, Hirn, kannst du uns hier zur Hand gehen? Vielleicht mit einer subtilen, aber stilsicheren Ablenkung? Ich werde schwächer, Jem und Smax. Ich fürchte, meine Zeit auf diesem Pferde ist bald zu Ende. Aber wenn ich nur noch einen Bösewicht von seinen ginsternden Zähnen abspalten kann, ist mein Opfer ein kleiner Greis, den ich ferne bemale. Super. Geht's nicht etwas schneller? Max, zeig Respekt vor der Aufopferung dieser edlen Kreatur. Geht das etwas schneller, bitte? Bleibt krapfen, Sam und Max. Bleibt krapfen, bis wir uns wiedersehen im Semmel. Notfall. Maschinenschaden. Notfall. Nein. Nein! Nicht im Augenblick meines Triumphs! Sicher sind Sam und Max hierfür verantwortlich. Ich muss sie finden und sie vernichten! Das wär's, kleiner Kumpel. Gehen wir. Okay. Ja, zurück. Wo gehen wir jetzt? Teleportation. Alles klar. Er hat den Peilsender dran.